R-E-W-I-N-S-I-D-E. Einen wunderschönen guten Morgen. Bitte achtet gar nicht erst darauf, wie ich aussehe. Jody hat gerade schon gesagt, ich sehe ein bisschen müde, ein bisschen kleine Augen, ganz normal aus. Aber ich finde, dass ich ziemlich bekackt aussehe, weil wir einfach viel zu lange hier geschlafen haben. Und ja, willkommen aus dem wunderschönen Ischgl hier zu diesem wunderschönen Vlog, Leute. Bevor ich euch jetzt hier im Zimmer rumführe, es ist ziemlich unordentlich, aber das kennt ihr ja sicherlich, weil wenn ihr im Urlaub seid, dann sieht euer Hotelzimmer doch auch immer kacke aus, oder? Wir sind gerade hier in Ischgl im Zero Hotel und bevor ich jetzt, wie gesagt, irgendwie hier was vom Zimmer zeige und euch ein bisschen erkläre, was es damit alles auf sich hat, würde ich euch gerne erstmal nach gestern entführen und euch zeigen, was Mo und ich gestern erlebt haben. Denn wir sind bei einem Schneesturm wirklich nach oben gefahren und einfach dreifach fast gestorben. Ich würde sagen, gönnt euch das einfach mal. Das sah so geil aus! Alter. Bist du tot? Renn mein Bein ab! Okay. Renn mein Bein ab. Oh, dieser Sturz! Der war. Dieser Sturz war sicherlich nicht absichtlich, damit wir einen Videotitel haben. Auf keinen Fall! Ja, so viel dazu, war auf jeden Fall nicht die klügste Idee, aber unsere kluge Idee ist nämlich heute nach Ischgl zu fahren, anstatt nach Kappel, denn da haben wieder alle Lifte auf und ich meine, der Schneefall ist hier nur marginal wenig, von daher kann man das eigentlich komplett übersehen. Die liebe Jody ist übrigens auch mit hier. Was geht? Hallo? Was geht ab? Was machst du da? Ich massiere mein Gesicht. Warum? Das ist so eine Sache, die man als Frau macht. Mhm. Okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie sieht das... Ah, ich filme gerade im RAW-Format, deshalb ist alles so grau. Naja, egal, kann man geil graden. Schaut mal hier, Leute, das ist unser Zimmer, so sieht das hier aus. Bam, 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 Bett, eine Menge Cover-Stuff. Hier ist das Badezimmer. There's the wonderful guy in the mirror. There's the wonderful girl sitting next to a mirror. Hier ist noch ein anderes Klo. Wir haben einmal ein Kack- und einmal ein Piss-Klo, ihr kennt das, ne? Und dann haben wir hier nochmal ein wunderschönes Wohnzimmer, in dem ich gerade gesessen habe. Ganz toll, super. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal mit runter zum Frühstück. Die Apes sind auch hier, mit denen drehen wir heute Abend auch noch was. Ich würde sagen, ich... Ach, keine Ahnung, Leute, bis gleich. Ich bin einfach viel zu müde. Tschüss. Schönste Schuhe der Welt. Ich habe die Karte nicht, nein. Was? Hast du die Hotelkarte? Nein. Ich habe sie wirklich nicht. Oh. It's your fault. Nein. Es ist nicht, du nimmst die immer mit. Es ist your fault. Es ist your fault. Schon die 10. Karte, die wir holen. Mann, kann das sein? Und jetzt gibt's Frühstück. Licky. Guten Morgen, Mikey. Hallo Mo, na? Ich bin erschrocken, ey. Hast du schon gehört? Was denn? Dass die Pisten doch nicht eins aufhaben? Echt nicht? Ja. Warum? Weil es stürmt nämlich gleich. Und was heißt das? Wir fahren im Schneesturm nach oben? Ja. Und sterben? Ja. Okay, Mikey, deine Meinung dazu? Mhm. Frühstück lecky? Mhm. Soll ich mir auch was holen? Mhm. Okay. Oh Leute, krank gesundes Frühstück. Zwei Nutella-Brote und ein bisschen Obst. Auf jeden Fall heftig. Also das kann man... gesund, Digga. Was sagst du? Was daran bitte gesund? Hey, alles, Digga. Das ist sau lecker und gesund. Für die Seele. Nutella ist Schokolade. Ich schwör, Pette, du siehst gerade richtig scheiße beleuchtet aus, ne? Sie sehen einfach fertig aus. Warum eigentlich? Ja, Urlaub, ne? Ja. Trauriges Leben, Alter. Jody, kommst du mit auf den Berg? Nein, warum nicht? Ich habe Angst. Warum hast du Angst? Weil es schneit. Ja, das ist normal. Weil der vorne an der Rezeption gesagt hat dass keiner es gesagt. Ein Schneesturm. Denk dir nicht einfach irgendwas aus. Der hat das gesagt. Das hat niemand gesagt. Zwei Leute schon. Zieh deine Sachen jetzt an. Nein. Komm mit auf den Berg. Mikey, kommst du mit? Nein. Warum? No. I don't wanna die. Jody? Ich auch. Du enttäuscht mich, meine Familie und alles, was mir lieb und heilig ist. Okay. Aber das ist okay. Du bleibst heute hier? Ja. Do a chill day? Nein, Workday. Workday, aha, okay. People, ich werde jetzt diese wunderschöne Kamera hier lassen, weil ich einfach viel zu sehr Angst habe, da drauf zu fallen. Und diese wunderschöne Kamera wird erstmal bis heute Abend weggepackt, denn heute Abend drehen wir noch was Wunderschönes mit den Apes. Und ich habe nämlich hier schon eine kleine Medaille bekommen. Ganz kurz, ja. Ich bin nämlich gestern tatsächlich den Berg runtergefahren und habe für den beschissensten Fahrer aller Zeiten diese Medaille vom Dorf hier verliehen bekommen. Wenn ich jetzt vor die Tür gehe, werde ich vom ganzen Dorf angespuckt. Also eigentlich ist es das gleiche wie in Köln hier, nur mit Schnee. Ich weiß echt nicht, wie ich auf sowas komme. Ey, wie bereits angekündigt, geht dieser wunderschöne Vlog jetzt hier weiter. Obwohl die Wetterbedingungen, die Hotelangestellten und der gesunde Menschenverstand sagen, fahrt nicht nach oben, wollen wir es trotzdem ausnutzen. Wir gucken einfach mal, ob wir es überleben werden. Ich bin mal gespannt. Moritz. Ja, bist du bereit? Ich glaube, wir werden sterben, aber es ist nicht so schlimm. Leute, falls wir in einem Schneesturm umkommen, wird daraus auf jeden Fall echt cooles Video. Ich werde ja auf jeden Fall per Livestream direkt an Thomas übertragen. Egal was passiert, ihr werdet auf jeden Fall live dabei sein, wenn wir sterben. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, ganz ehrlich. Wir sind schon mal gefahren, wo es so etwas diesiger gewesen ist. Ja, gut, man sieht da oben tatsächlich gar nichts, aber ey, ne, das wird schon. Vielleicht zieht sie auch oben einfach nochmal auf. Die meisten Leute fahren wieder runter. Aber wir sind standhaft, Alter. Wir machen einen Talfahrt wenigstens einmal oder so. Kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Also, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir oben sind. Okay, Leute. 40 cm Neuschnee, 1,60 Meter Schnee, minus 8 Grad. Also, die Lawinengefahr. Ah, die liegt erst bei 4. Mo? 6.
Guck mal. Die Lawinengefahr liegt heute bei 4. Guck mal. Bei groß. Ich genauso. Mo hat mir das falsche Board gegeben. Das ist viel zu kurz. Mein anderes Board ist deutlich länger. Ich habe mich darauf geachtet. Also wir sind gerade ein ganz kleines Stück gefahren. Wir laufen jetzt zurück zur Gondelstation. Das wird auf jeden Fall echt ein langer Marsch werden. Aber es ist einfach zu krass. Es ist zu krass, Leute. Denn wir haben 40 cm Neuschnee. Die Skier, so wie auch das Board, buddeln sich einfach ein. Und ich habe keinen Bock, Hälfte der Talfahrt zu machen. Der Schnee wird immer stärker und zu sterben. Wir versuchen es morgen nochmal. Aber das ist uns heute zu blöd. Das ist einfach viel zu stressig. Leute, ich bin damit raus. Bis später. Wir haben jetzt noch einen funktionierenden Lift gefunden, der kein Schlepplift ist. Ich habe keinen Bock, mit dem Board im Schlepplift zu stehen, weil der Schnee ist einfach 10.000 Meter hoch und ich verbuddel mich. Aber wir fahren jetzt die ganze Zeit eine langweilige blaue Piste. Gucken mal, ob wir es doch vielleicht mit der Talfahrt schaffen. Ich kann euch ja mal ganz so einen kleinen Einspieler geben, wie das aussieht, wenn ich hier die Piste runterfahre. Ja, sieht super scheiße aus, weiß ich ganz genau. Geht aber schlimmer und ich käme auf jeden Fall nach unten. Obwohl ich super, super spastig auf dem Board stehe, weil es halt einfach nicht meins ist. Wir sehen es dann gleich einfach unten wieder. Beziehungsweise dann am Punkt der Überlegung, ob wir dann tatsächlich die Talfahrt machen oder nicht. Yes! Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich wieder in der Gondel angekommen. Ich bin gerade mit dem scheiß Schlepplift bei 400 Kilometer Schnee, die sich auf meinem Board geschaufelt haben. Das erste Mal in so einem Ding gefahren. Ich bin direkt zweimal hingefallen, bin dann ab der Hälfte einfach rausgesprungen, bin dann blau und rote Piste runter. Aber selbst das fand ich schon stressig, weil bin ich so geübt und der Schnee ist halt einfach wirklich extrem hoch. Und vor mir ist ein Boarder im Wald gefahren, hat sich aufs Maul gelegt und es sah so aus, als wäre ich in den Baum gekracht, aber ist nur in den Hecken gefallen. Da habe ich mich schon ablenken lassen, bin auch hingefallen. Anyways, wir fahren jetzt Mittelstation nach oben, Leute, und dann wird auf jeden Fall erstmal schön ausgerastet. Mittlerweile ist der erste Mo, was geht. Und Leute, ich kann euch noch eins sagen, das wird unser Tag. Das wird unser Tag, Mo. Wir sind ein Typ. Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Leute, kurze Wetterlage. Beschissen auf jeden Fall. Der Lawinengefahr liegt wieder bei 4. Stufe 5 ist das Maximum. Also dementsprechend auf jeden Fall super. Vielleicht wagen wir es heute mal hier an diese Talfahrt ran, denn da kommen eine Menge Leute runter. Und ich hätte einfach schon enormes Interesse daran, da mal runter zu jetten, Leute. Aber natürlich schauen wir uns erstmal um die Gegebenheiten an, Leute. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ziemlich hyped. Hab aber auch extrem Angst, morgen super, super viel weh zu tun. Aber Leute, ich habe heute einen super Kameramann dabei. Wir sehen es dann oben. Wir sind gerade ganz oben auf der Mittelstation angekommen und Mo ist einfach direkt, als ich halt gefahren bin, von oben direkt in mich reingefahren. Kurzes Statement dazu? Ja, war aus Versehen. War es nicht? Doch. Du hast gesagt, dass du die Leute zum Lachen bringen wolltest. Aber keiner hat gelacht. Nein, ich habe dich einfach nicht gesehen. Das war das Problem. Wisst ihr, und sowas fährt halt jahrelang Ski. Unverschämt, dass du die einfachsten Regeln kannst, Mo. Dann kannst du nicht überreden. Das stimmt. Hey, Kenas, ich habe gar keine Ahnung, wenn dieser Vlog irgendwie zustande kommen soll. Mo traut sich nicht, mit seinem Handy zu filmen. Also ich muss natürlich das Gleichgewicht halten. Mo, du bist mit Abstand der beschissenste Kameramann, den man sich wünschen kann. Leute, die Bedingungen da draußen, es sind Eisbären draußen, Schneewölfe, Eskimos mit Gewehren. Es ist so dermaßen krank und ich muss dir einfach mal sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie dieses Video irgendwie zustande kommen soll. Das ist aber gar nicht schlimm, weil ihr seid scheiß Content bei mir gewöhnt. Und es ist zusätzlich noch Januar und da ist es komplett egal. GoPro haben wir leider nicht mitgenommen. Ja, ich hab vergessen zu laden. Thomas, ich vermisse dich hier wirklich. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt, nicht der jemand, wie Mo ist und ein Klotz am Bein ist. Oh, rückwärts der Boy. Ja, ich komme. Leute, Mo hat es gerade schon gesagt, da vorne gibt es ein krasses Paarungsritual. Die machen gerade Kinder. Die ganzen Pistenräumdinger. Hoffentlich werden die Kinder nicht so hässlich wie der hier. Es ist kalt. Yahoo! Fazit, Leute. Leistungsmäßig absolut reingeschissen, alle beide. Ich habe noch nie so schlechten Skifahrer wie Mo gesehen. Noch nie so einen kranken Snowboard-Anfänger, der genauso krass heftig fährt wie ich. Diese Gondel ist so krank am Wackeln. Dieser verdammte Schneesturm zerstört einfach das komplette Land. Mo, geht's dir gut? Ja, krank widerlich. Ich wollte euch nur mal gesagt haben, dass es auf jeden Fall einen Grund hat. Wir sind beides noch Anfänger. Mo besonders. Was Maul, Alter? Mo, du bist 30 Jahre Ski. Du bist 14 und du bist extrem schlecht. Mo tut halt immer so Leute, als wäre er krass gut, aber er fährt halt auch nur blaue Piste die ganze Zeit. Anyways, ich wollte euch nur noch mitgeteilt haben, dass der Schneesturm gerade netterweise ein bisschen nachlässt. Aber halt eben was oben echt krass. Juckt ja auch nicht. Tschüss. Johnny! Ja, was geht? We going home. Fazit zum Urlaub. War geil, aber auch scheiße wegen dem Wetter. Mann, das ärgert mich voll. Wärst du denn lieber mehr Ski gefahren? Ich wäre viel mehr Ski gefahren. Aber war auch so ganz geil eigentlich. Weil hier zu chillen ist auch echt. Ich muss erstmal ganz kurz, komm mal her. Ich bin extrem stolz auf dich, weil du es dich getraut hast, Ski zu fahren. Du hast es echt gut gemacht. Dankeschön.
Jedenfalls, meine Freunde, fahren wir jetzt zum lieben Sascha unsympathisch weiter und hoffen, dass wir da noch was drehen können. Ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Vlog ist. Der ist super, super random geworden. Sehr, sehr viele Sachen haben nicht funktioniert. Die GoPro hat nicht funktioniert. Wir haben die ganze Zeit versucht, die Speicherkarte hinzubekommen. Wir haben mehrere Speicherkarten durchgeguckt. Irgendwas ist mit Rotfels GoPro kaputt. Ich habe meine eigene nicht mehr gefunden. Ich hoffe mal, dass das trotzdem hier irgendwie lustig geworden ist. Ich glaube zumindest, dass die Szenen vom Berg extrem unterhaltsam geworden sind. Wir fahren jetzt runter zum Sascha, beziehungsweise hoch nach Stuttgart. Das Problem ist einfach, Sascha hat gesagt, ich dachte, ihr kommt gestern Abend und ist jetzt einfach nicht zu Hause. Guter Freund auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einfach im Auto an der Raststätte irgendwo wieder, wo wir auf jeden Fall nicht mehr hier im Hotel sind. Also bis gleich. Nach diesem wunderschönen Schnittbild aus dem Schnee sind wir jetzt plötzlich in Stuttgart und es ist saudunkel. Leute, wir sind angekommen. Stresste Fahrt meines Lebens. Was? Wir gehen jetzt. Weil, das war voll gechillt. Nee, warst nicht. Ja, du hast ja die ganze Zeit geschlafen. Ja, weil du geschlafen hast. Eine Sekunde. Ist ja gelogen. Hier nochmal ein Bild, wie es aussieht. Nein, nein. Perfekt. Thomas, ich warne dich. Es ist reingeschnitten. Wenn du das reinschneidest, ich schwöre, ich sorge dafür, dass du gefeuert wirst. Kannst Thomas. Du nicht. Ich gebe dir eine Gehaltserhöhung, wenn du das reinschneidest. Thomas, ich bring dich um. Ich schneide den Vlog persönlich. Leute, ich. Wir gehen jetzt gemeinsam was essen und dann geht's ab zur Teddy-Show von Teddy Comedy. Das hat die liebe Jodie mir zu Weihnachten geschenkt. Und da werde ich die Kamera jetzt... Ich zerreiß dein Ticket, wenn du das reinschneidest. Alles klar, machen wir das nicht. Ich werde auf jeden Fall die Kamera nicht mitnehmen, aber natürlich mein Handy. Falls da was zu filmen gibt, dann filmen wir das, wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns gleich einfach später bei Sascha wieder oder irgendwo, irgendwann, irgendwie. Ihr kennt meine Vlogs, das ist überhaupt durchgeplant, Leute. Alles perfekt durchgetaktet, kein Bock mehr zu reden. Bis zum nächsten Mal, bis gleich. Tschüss. Aua. So Leute, wir sind jetzt bei Sascha angekommen. Sascha, ganz kurz vielleicht noch den Vlog kurz beenden an dieser Stelle. Wie hat es dir bis jetzt gefallen? Du vloggst nicht mit deinem Handy. Ja, Digga, ich habe meine Kamera im Auto liegen lassen. Meinst du, ich laufe nochmal runter? Das ist ja abnormal, hier hochzulaufen alleine. Sascha wohnt ganz oben am Berg im 900. Stock. Im teuersten Haus von ganz Stuttgart. Ja. Also beendest du jetzt wirklich mit der Kamera? Digga, ich habe die Hälfte damit aufgenommen. Gut, aber qualitativ hast du eh noch nie. Aber ich mache einen regelmäßigen Outfit, wie gesagt, zu dir. Auch im Januar. Wenn du jetzt vielleicht noch kurz aus dem Fenster rausfilmen könntest, wäre es mega, damit die Leute halt ungefähr wissen, die aus Stuttgart kommen, wo ich wohne. Ja? Ja. Wie heißt es hier? Kölner Dom ist es, oder? Kölner Dom. Genau. Sascha, ich bedanke mich, ne? Immer wieder gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss.